Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute werfen wir einen Blick in die Zukunft und schauen uns die spannenden Neuerscheinungen für den September 2020 an. Und bereits der August war ja recht neuerscheinungsintensiv und auch für den September habe ich 10 spannende Bücher herausgesucht und eine davon ist eine Fortsetzung, also dementsprechend natürlich nur für die interessant, die dann auch den ersten Teil vielleicht gelesen haben oder ja vielleicht auch gewartet haben, bis der zweite Teil da ist, um anzufangen. Und ja, ich liebe Neuerscheinungen, ich lese neue Bücher super gerne. Ich schaue mich auch sehr gerne bei den Verlagen und ja auch auf den verschiedensten Buchseiten um Neuerscheinungen zu finden und habe natürlich auch immer ja so 2 Handvoll Autoren im Blick und ja, das sind tatsächlich auch ein paar dabei, wo ich mich sehr, sehr drauf freue. Und ich glaube, es ist sogar schon ein Weihnachtsbuch auf der Liste gelandet. Ja, schon verrückt, dass man im September ein Weihnachtsbuch am Ende kauft für den Dezember. Ja, es ist, ja, ich bin noch in absoluter Sommerstimmung, aber dennoch freue ich mich, euch das dann vorzustellen. Und wir fangen an mit dem ersten Buch, was ich euch auch einblende. Und alle Bücher findet ihr natürlich auch unten in der Infobox, wenn ihr vielleicht den Klappentext dann auch nochmal nachlesen wollt. Das erste Buch ist Hoch wie der Himmel von Julie Birkeland. Das ist der Auftakt der Northern Love-Reihe. Und der Band erscheint am 1. September. Ich habe in dem Jahr zu Beginn im Frühjahr, glaube ich, mal ein Buch über Finnland gelesen. Und auch wenn es mich persönlich nicht so ganz in diese Regionen zieht, weil es mir persönlich da einfach viel zu kalt wäre, glaube ich dennoch, dass diese Regionen mal im Sommer besucht richtig, richtig schön wären. Also sowohl Finnland wie Norwegen wie Schweden. Ich würde mir tatsächlich auch mal Island geben. Aber tatsächlich dann im Sommer, wenn es dann da vielleicht zumindest die 20 Grad Grenze hat. Und hier sind wir in Norwegen. Es gibt große Gefühle im ersten Teil der neuen Liebesromanreihe rund um eine Arztpraxis im Küstenort Lillehammer. Und ja, als Ärztin nach Norwegen ans Meer, dieser Traum ist alles, was Annik nach dem Unfalltod ihres Mannes von ihrer großen Liebe geblieben ist. In dem beschaulichen Städtchen Lillehammer wagt sie mit ihrem kleinen Sohn Theo einen Neuanfang. Zwischen tiefen Wäldern, der rauen See und einem endlos wirkenden Himmel wird Annik Schmerz mit jedem Tag ein wenig erträglicher. Wäre dann nur nicht Christa Solberg, ihr wortkarger Boss. Annik ist sich sicher, dass der attraktive Chirurg sie nicht leiten kann. Doch unberührt lässt er sie nicht. Christa allerdings hat seinen ganz eigenen Gründe, der neuen Ärztin in seiner Praxis zunächst aus dem Weg zu gehen. Nur langsam finden die beiden zueinander. Aber was ist mit Christas gefährlichem Geheimnis? Und kann Annik ihr Herz noch einmal an einen Mann öffnen? Hoch wie der Himmel ist der erste Band der Liebesromanreihe Northern Love rund um die Familienpraxis der Geschwister Christa, Alva und Espen Solberg im zauberhaften Ort Lillehammer am Fjord. Der zweite Roman wird dann Tief wie das Meer heißen und die Geschichte von Espens Geschichte erzählen. Und ich vermute dann, im dritten wird dann Alva ja zu Wort kommen. Und ja, spätestens seit Redwood Love mögen wir, glaube ich, Städtchen-Feeling-Geschichten. Natürlich auch schon mit allerlei anderen Geschichten, die es vorher gab. Aber ich glaube, so mit Redwood ist meine Liebe, zusammen wahrscheinlich mit den Gilmore Girls, zu dieses Städtchen-Feeling aufgekommen. Und das hier wirkt natürlich ähnlich. Man hat ein Ärzteteam, man hat eine junge Frau, die mit Kind dazukommt. Und beide haben wahrscheinlich so ein bisschen, ja, ein paar Schicksale im Leben erlebt, die sie verändert haben. Und ja, wir sind hier an einem Küstenort, das heißt, wir bekommen wahrscheinlich auch ein bisschen mehr zu spüren. Und ich mag es, es klingt für mich erwachsen, es klingt für mich im Leben stehend und dennoch eben einfach so, man muss mit etwas fertig werden, man muss es verarbeiten und dann lässt man sich hoffentlich doch auch irgendwie auf den anderen ein. Und da es ja eine Trilogie, eine Reihe wird, eine Serie wird, kann ich mir natürlich vorstellen, dass die Geschichte dann im Grunde immer ein bisschen weitergeht. Das heißt, wir erfahren dann wahrscheinlich auch im zweiten und im dritten Teil ein bisschen was, was es hier dann weiter mit Annik und Christens, wie hieß er? Ja, Christas, so auf sich hat und ich mag das. Bin sehr gespannt auf den Stil, bin auf das Städtchengefühl gespannt, weil das finde ich ja immer wichtig, das kommt ja in manchen Geschichten dann trotzdem immer ein bisschen kurz und ob wir auch so ein paar drumherum Charaktere kennenlernen und ja, freue mich da auf jeden Fall schon drauf.
Das nächste Buch erscheint auch am 1. September, ist die besagte Fortsetzung, und zwar der zweite Teil der Hexfiles von Helen Harper, Wilde Hexen. Es wird, soweit ich es jetzt gesehen habe, auch noch einen dritten Teil geben, der, glaube ich, dann im Dezember erscheint. Die Bücher gibt es nur als E-Book, die gibt es nicht in fester Form, was ich sehr, sehr schade finde, weil für mich der erste Teil ja wirklich ein total überraschendes Highlight war, weil diese Hexe-Geschichte zusammen mit Ivy, die war großartig. Also es war packend, spannend, es war unterhaltsam, wir hatten eine tolle Protagonistin, die zynisch war, die lustig war, die unterhaltsam war, die eigentlich gar keinen Bock auf diese Hexenwelt hatte, die am liebsten zu Hause lag, chillig Netflix geguckt hat und die Taxi gefahren ist, und dann wird sie aber irgendwie in diese magische Welt wieder zurückgezogen, aus der sie kommt, und es ist damals eben auch irgendwas passiert, was sie aus diesen Orten herausgetrieben hat, und jetzt hat sie hier einen Bann mit einem etwas höherem Magier, und dann müssen sie im Grunde einen Fall lösen, und das war so cool. Es war anders als erwartet, gefühlt hatte ich auch nicht so viele Erwartungen, aber es war großartig, es war grandios, und ich freue mich so auf den zweiten Teil und auf Ivy. Und ja, die faulste Hexe von Oxford heißt es hier so schön, und ich habe tatsächlich gar nichts groß zum Klappentext gelesen, sondern nur der zweite Teil erscheint, mehr muss ich nicht wissen, und dann habe ich eben noch gesehen, dass bereits ein dritter Teil in Vorbereitung ist, und ich freue mich drauf. Bin sehr, sehr gespannt, wie es mit Ivy und auch ihrer sprechenden Katze weitergeht, und alles, was ich da so angebannt hat in Band 1, wie das so ein bisschen weitergeführt wird. Das nächste Buch erscheint dann am 14. September und ist endlich der neue Jugendroman von der lieben Adriana Popescu, Ein Lächeln sieht man auch im Dunkeln. Und ich bin ein großer Fan von Adriana. Ich mag ihre Bücher, egal ob Jugendbuch oder normaler Roman. Ich bin da immer dabei. Ich mag ihre Liebesgeschichten, die irgendwie in den Geschichten oft eine Rolle spielen, die Roadtrips, ihre Jugendlichen, und ich bin da immer fasziniert. Ich glaube, ich habe tatsächlich auch fast alle Bücher hier, aber auf jeden Fall alle gelesen und dann eben auch ab und an mal als E-Book, und ich freue mich mega. Allein das Cover sieht toll aus, der Titel, ich finde es wunderschön, und auch der Klappentext klingt mega, mega spannend. Drei Jugendliche, die Spuren der Vergangenheit und die Frage nach der Zukunft. Irgendwas hat dieser neue Samuel an sich, das Marie von Anfang an fasziniert. Und Samuel geht es genauso. Wie Magnete bewegen sie sich aufeinander zu, stoßen einander aber auch immer mal wieder ab, wenn sie sich von der falschen Seite nähern. Und mitten in diesem Spannungsfeld bewegt sich Theo, Maries jüngerer Bruder, der seit einem schrecklichen Ereignis vor über einem Jahr immer noch mit seinen Ängsten ringt. Und in der Schule mit seinem Mobber Andy. Marie, Samuel, Theo, ihr Aufeinandertreffen bedeutet für alle drei einen Neubeginn, aber auch sich den Geschehnissen ihrer Vergangenheit zu stellen. Denn Samuel trägt ein Geheimnis mit in diese neue Freundschaft. Und das, klingt zwar irgendwie typisch Adriana, gerade so eine Dreier-Kombi, finde ich, bekommt sie ja immer ganz, ganz toll hin, ohne dass sich irgendeiner fehl am Platze fühlt. Und ich bin hier einfach neugierig auf die Geschwister, auf die Geheimnisse, auf die Geschehnisse. Ich finde, Mobbing ist immer wieder ein großes Thema, und ich finde, man muss es auch einfach zum Thema machen. Und das finde ich hier tatsächlich auch faszinierend. Ja, jetzt bin ich nicht der klassische Jugendromanleser wahrscheinlich am Ende, weil ich gefühlt einfach 20 Jahre zu alt bin. Aber ich glaube, man ist für ein Jugendbuch nie zu alt, und Adriana schafft es ja auch immer, dass man sich direkt 20 Jahre jünger fühlt, wenn man ihre Geschichten liest. Also ich bin mega gespannt, freue mich auf das Buch und bin total gespannt und neugierig. Am 21. September erscheint der Orden des Geheimen Bundes, der Auftakt einer Reihe, und zwar die Magierin, und es heißt hier so wunderbar: Eine Welt voller Drachen, starker Frauenfiguren und politischer Intrigen, umwerfender Fantasy-Stoff, grandios erzählt. Ich weiß, dass jetzt der erste Teil und dann auch der zweite Teil, wo im Ursprung ein ganzer Teil ist, dass der wieder gesplittet wurde. Nichtsdestotrotz, würde ich das Buch tatsächlich wahrscheinlich relativ zeitnah lesen oder vielleicht auch hören. Ich höre ja Fantasy-Geschichten auch super gerne. Und ich bin von Samantha Shannon, ich bin sehr neugierig. Ich habe tatsächlich The Bone Seasons von ihr noch auf dem Sub. Blöd, aber es ist tatsächlich einfach so. Die Geschichte klingt aber einfach mega spannend. Und auch wenn man im Englischen jetzt wieder ein dickeres Buch hat, was man im Deutschen teilt, glaube ich, erscheint der zweite Teil im Oktober oder November, also sehr kurz hintereinander, sodass man dann tatsächlich auch direkt weiterlesen kann. Was natürlich auch Sinn macht, weil der ganze Spannungsbogen, der Erzählstil der Autorin ja an und für sich einen Bogen hat.
Und manchmal ist man ja dann irgendwie so gerade hier und noch gar nicht da, wo das Buch eigentlich enden würde oder wie auch immer. Also ja, das ist im Deutschen immer, finde ich, ein bisschen kritisch. Ich bin da auch nicht der größte Fan von, aber ich hoffe einfach, dass es hier dem Verlag gelungen ist. Und ja, es heißt hier in ihrem epischen Fantasy-Roman Der Orden des geheimen Baumes hebt Samantha Shannon das Genre auf die nächste Stufe. Mächtige Frauen lenken und beeinflussen das Schicksal ihrer Welt, ob als Königin, Magierin oder Drachenreiterin. Doch die Welt ist geteilt. Während im Westen alle Drachen als absolut böse verdammt werden, werden diese im Osten als göttergleiche Wesen verehrt. Trotz dieser gegensätzlichen Weltanschauungen müssen die Menschen des Ostens und des Westens zusammenarbeiten, als ein riesiger, bösartiger Drache aus der Vergangenheit aufersteht. Drei starke Frauen nehmen die Herausforderung an, die Bewohner beider Reiche zu vereinen und die Menschheit zu retten. In diesen Momenten, wenn Glaubenssysteme kollidieren und eine detailreiche Welt entsteht, ist Samantha Shannon in Bestform. Und das klingt einfach nur großartig. Ich liebe High Fantasy, ich liebe es auch, wenn man starke, tolle Frauen hat und die nicht einfach nur so eine Nebenfigur sind. Natürlich sollte es irgendwo schon gleichberechtigt sein, da bin ich natürlich immer absolut dafür. Aber man hat ja oft, dass die Frauen in Fantasy oft so ein Beiwerk sind. Und ich mag tatsächlich diese Geschichten, wo wir starke Frauen haben, die überzeugt sind und die eben auch einfach was können und deswegen stark sind. Und ich bin hier mega gespannt. Also es scheint ja dann um diese drei Frauen zu gehen. Die Magierin, die Königin und auch die Drachenreiterin. Und wir starten jetzt eben hier mit der Magierin. Ich bin sehr gespannt auf diese Welt, wie groß sie sein wird. Es wird hier von Epic gesprochen. Ich bin neugierig und freue mich auf diese Geschichte wirklich sehr und ja, bin mega gespannt, was uns da erwartet. Weiter geht es am 22. September mit einem Buch, das total ungewöhnlich für mich ist, mich aber irgendwie sehr angesprochen hat, als ich die Dumont-Vorschau angesehen habe. Und zwar Das Meer der Libellen von Yvonne Adhiambo-Uwuor. Ich hoffe, man spricht es so aus. Wenn nicht, verzeiht man mir bitte diesen Fehler. Ich bin mega gespannt. Ich habe die Dumont-Vorschau durchgesehen und mich hat dieses Buch mega angesprochen. Und ja, auch immer noch. Als ich jetzt die Septemberbücher vorbereitet habe, habe ich gedacht, ja, nach wie vor hat dieses Buch etwas, wo es mich hinzieht. Und deswegen durfte es jetzt auch auf dieser Liste bleiben und wird definitiv angeschaut. Wir sind auf der Insel Pate vor der Küste Kenias und ich war ja schon mal in Kenia und es war so, so schön daher. Ja, also passt das eigentlich perfekt. Lebt die eigensinnige Ayana mit ihrer Mutter Munira. Als ein Matrose namens Muhyiddin in ihr Leben tritt, findet Ayana etwas, das sie bislang noch nie hatte und wonach sie sich immer gesehnt hat, einen Vater. Doch als Ayana erwachsen wird, muss sie mit einschneidenden Ereignissen zurechtkommen, die nicht nur sie selbst, sondern auch das Leben auf der Insel tiefgreifend verändern. Religiöse Extremisten suchen Zuflucht auf der Insel. China streckt seine Fühler nach Afrika aus und sendet Kulturbotschafter. Mit einem Tsunami fordert die Natur ihren Tribut. So beschließt Ayana, in der Ferne ihr Glück zu suchen und ein Studium in China zu beginnen. Sie begibt sich auf eine gefährliche Schiffsreise, die letztlich vor allem eines ist: eine Reise zu sich selbst. Nach ihrem gefeierten Debütroman Der Ort, an dem die Reise endet, legt Yvonne Uwuor einen kraftvoll erzählten Roman über eine junge Frau vor, die darum kämpft, ihren Platz in der Welt zu finden. Eine ergreifende Geschichte über Schicksal, Tod, Liebe und Verlust. Und das klingt total dramatisch, total echt und emotional. Und ich weiß auch gar nicht so richtig, was mich so fasziniert. Ob es Kenia ist, ob es Afrika ist, wo ja tatsächlich auch so ein bisschen mein Herz schlägt. Ob es diese Frau ist, die so viel Schlimmes vielleicht auch tatsächlich erlebt und sich dann eben auf eine Reise aufmacht und ja, scheinbar ja irgendwie sich selbst sucht und findet. Und ja, es klingt spannend. Ich bin wirklich sehr, sehr interessiert und bin sehr gespannt, was mich hier erwartet. Und ja, habe leider den Debütroman nicht gelesen, kann jetzt also gar nicht sagen, ob der Stil mir gefällt oder nicht. Werde vorher auf jeden Fall in die Leseprobe noch reinschauen, aber es klingt auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und dann kommt das besagte Weihnachtsbuch 24 gute Taten, das bereits am 22. September erscheint von Jenny Fagerlund. Und ja, ich finde, 22. September klingt zwar jetzt noch so weit hin, beziehungsweise bis Weihnachten sind es ja dann auch noch 3 Monate, aber wenn man eben bedenkt, dass man ja oft schon Mitte November mit der Deko anfängt, ist das gar nicht mehr dann so lange hin. Also ja, auf dieses Buch freue ich mich, weil ich mag es.
einfach innerhalb der Adventszeit, Weihnachtszeit eben auch Geschichten weihnachtlich zu lesen. Winterlich darf dann gern schon im November anfangen und auch vielleicht in den Februar gehen. Aber weihnachtlich ist natürlich schon so ein bisschen eher der Zeitraum, irgendwie Ende November. Ja, im spätestens Fall dann Mitte Januar, da ist dann halt die Weihnachtsstimmung und ja, da lässt man sich gern ein bisschen einfangen. In Stockholm geht es auf Weihnachten zu. Das Fest, das Emma Asplund, Inhaberin eines kleinen Haushaltswaren- und Geschenkeladens, mehr als alles andere auf der Welt fürchtet. Bis vor 2 Jahren war ihre Welt noch in Ordnung, doch dann kam ihr Mann und ihr ungeborener Sohn bei einem Autounfall an Heiligabend ums Leben. Sie vergräbt sich in ihrer Trauer. Freunde und Familie versuchen erfolglos zu ihr durchzudringen. Als Emma aber eines Tages mitten in der dunklen Jahreszeit und zufällig genau am 1. Dezember einen alten Mann im Schneesturm nach Hause bringt, merkt sie, wie gut es ihr tut, anderen zu helfen. Das bringt sie auf eine Idee. Sie entwickelt ihren ganz eigenen Adventskalender. Jeden Tag eine gute Tat. Ein Projekt, durch das sie sich selbst wiederfindet und darüber hinaus auch eine neue Liebe. Und so wie ich das verstanden habe, sind es wirklich 24 Kapitel. Das heißt, man kann jeden Tag in der Geschichte weiterlesen, wenn man das so möchte. Und ich bin sehr gespannt auf diese 24 guten Taten. Und wir sind in Stockholm, wo es natürlich so richtig dunkel und richtig weihnachtlich wahrscheinlich am Ende ist. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ja, wie sich ihr Leben verändern wird, welche Taten ja, sie hier vollbringt und auch wie sie dann ja scheinbar eine neue Liebe findet. Und ich finde, das klingt weihnachtlich, es klingt wunderbar und ja, das braucht man natürlich zur Weihnachtszeit. Auch auf das nächste Buch und ja, ein Autor, der im letzten Jahr ja sehr getoppt ist bei mir, samt eines Highlights und auch in diesem Jahr, als ich dann noch ein Buch von ihm gelesen habe, mich sehr begeistert hat. Das ist Arno Strobel und letztes Jahr hat mich ja offline total überraschend gepackt. Wer hätte gedacht, dass mich der Autor mal irgendwie catcht, doch er hat es hingekriegt und es erscheint jetzt am 23. September die App. Sie kennen dich, sie wissen, wo du wohnst. Hier bin ich tatsächlich am Überlegen, vielleicht das Hörbuch zu hören, denn ja, Sascha Rotermund spricht das und ich höre dem super, super gerne zu und habe mir direkt so ein bisschen den Hinweis gemacht, ob das nicht als Hörbuch auch irgendwie was wäre. Vielleicht ja dann auch für den Hörgenuss, man weiß es nicht. Ja, der Klappentext klingt fasziniert. Du hast die App auf deinem Handy. Sie macht dein Zuhause sicherer. Doch nicht nur die App weiß, wo du wohnst. Es klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Hamburg, Winterhude. Ein Haus mit Smart Home. Alles ganz einfach per App steuerbar. Jederzeit von überall. Und dazu absolut sicher. Hendrik und Linda sind begeistert, als sie einziehen. So haben sie sich ihre gemeinsame Zukunft immer vorgestellt. Aber dann verschwindet Linda eines Nachts. Es gibt keine Nachricht, keinen Hinweis, nicht die geringste Spur. Die Polizei ist ratlos. Hendrik kurz vor dem Durchdrehen. Konnte sich in jener Nacht jemand Zutritt zum Haus verschaffen? Und wenn ja, warum hat die App nicht sofort den Alarm ausgelöst? Hendrik fühlt sich mehr und mehr beobachtet. Zu Recht, denn nicht nur die App weiß, wo er wohnt. Und da kriege ich direkte Gänsehaut. Ich muss das ehrlich sagen, ich finde das eine totale Horrorvorstellung. Mein Haus in die Hände einer App zu geben und so spannend ich eine Alexa vielleicht finde oder Kameras am Eingang oder ich weiß es nicht, so gruselig finde ich diese Vorstellung auch. Also ähnlich wie mit den autonomen Autos oder Bussen oder was auch immer, ich finde, das ist eine Horrorvorstellung. Also dass mein Haus mehr über mich weiß als ich und am Ende natürlich auch die Gefahr besteht, dass jemand sich da einhackt und dann auch alles weiß. Und dann weiß, wann ich da bin, wann ich nicht da bin, wo ich vielleicht am Ende war, weil ich wiederkomme und meiner Alexa erzähle, packe die Einkäufe von DM weg oder ich ein Video drehe mit einem DM-Haul und dann diese App, ja, da war sie bestimmt gerade, ja. Oder am Ende ist das noch mit dem Auto gekoppelt, damit das Garagentor, was ich nicht habe, sich öffnet, wenn ich wiederkomme. Und dann weiß natürlich das Haus auch, wo das Auto... Also es ist eine Horrorvorstellung und ich bin sehr gespannt, wie Arno Strobel das macht und ob er mich dieses Jahr wieder zu einem Highlight bringt. Und ja, ich bin sehr neugierig, ich freue mich drauf. Dann kommt ein Buch, bei dem ich komischerweise sehr unterschiedliche Erscheinungsdaten gefunden habe. Und zwar das neue Buch von Veronica Roth, Die Erwählten, tödliche Bestimmung. Ich habe mir jetzt den 28. September aufgeschrieben. Ich habe aber irgendwo schon auch Anfang September gesehen. Ich weiß nicht, ob vielleicht das E-Book vor dem Druck kommt und ich jetzt hier einfach nur das Format nicht unterschieden habe. Aber ja,
Es heißt so schön, Veronica Roth ist zurück für alle, die die Bestimmung geliebt haben, jetzt ihr erster Roman für Erwachsene. Ich war ja damals ein sehr großer Fan der Bestimmung, also dieser Trilogie. Von der Verfilmung kann man so ein bisschen halten, was man möchte. Ich fand den ersten Teil noch richtig gut und es wurde dann gefühlt einfach immer schlecht. Und ich glaube, man hat die Trilogie ja dann in 4 Filmen gar nicht so richtig mehr zu Ende geführt, wenn ich mich recht entsinne. Ich mochte auch letztes Jahr oder vor 2 Jahren schon Rat der 9. Ich fand die Dilogie richtig, richtig toll, auch wenn sie sich im letzten Teil so ein bisschen verloren hat. Ich mochte die Mischung aus Fantasy und Science Fiction super gerne und hatte hier wirklich mega viel Spaß. Und jetzt heißt es ihr eben auch der Roman für Erwachsene. Mein Problem mit Die Bestimmung war ja das Ende. Da war ich ja, ich bin ja jemand, der das Ende überhaupt nicht feiert, der das ganz schrecklich findet und das für mich ja auch ein bisschen die Reihe kaputt gemacht hat, weil ich einfach nicht verstehe, wie wir zu diesem Ende gekommen sind. Aber ich möchte ja gar niemanden spoilern. Das waren ja eher Jugenddystopien, Jugendbücher, wobei ich jetzt Rat der 9 auch schon Erwachsener so ein bisschen in Erinnerung hatte. Und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, wenn es hier explizit heißt für Erwachsene. Ja, sind natürlich die Leser von Die Bestimmung jetzt auch älter geworden. Aber es klingt, ja, es wird auf jeden Fall Fantasy-lastig, denn es heißt ja so schön, jetzt ist sie zurück, besser und stärker als jemals zuvor, mit ihrem ersten Fantasy-Roman für Erwachsene. Das Besondere, der spektakuläre Urban-Fantasy-Zweiteiler beginnt, wo andere Romane enden, mit dem Sieg der Helden über den mächtigen, dunklen Feind. Doch dieses Happy End ist nur vorübergehend. 10 Jahre später stehen die Erwählten ihrem größten Gegner erneut gegenüber und es treibt ein abgrundtief böses Spiel mit ihnen. Außergewöhnlich, neu und atemberaubend. Spannend kehrt Veronica Ross zurück zu ihren Wurzeln und einer urbanen Welt mit einer starken Heldin, die bereit ist, alles für ihre Freunde und ihre Lieben zu riskieren. Und ich bin hier mega gespannt. Also, dass man tatsächlich sagt, man hat diese Dystopie hinter sich gelassen und man hat im Grunde ja, darüber gesiegt, die Helden werden gefeiert. Und dann passiert 10 Jahre später eben etwas. Erinnert ein bisschen, wie ich finde, an Red Rising, wo wir ja mit der neuen zweiten Trilogie, mit dem vierten Teil, ja auch 10 Jahre später spielen. Auch wenn es da jetzt nicht das extreme Happy End gibt, wie man es hier ja scheinbar verkauft. Mit dem Ende, also mit dem Anfang des Buches, mit dem Ende der Dystopie. Dennoch ist das natürlich immer faszinierend zu sehen, wie geht eine Geschichte weiter. Und ich bin hier mega gespannt. Es ist Fantasy. Wir haben hier etwas Neues, was sich auftut und es wird schon sehr, sehr stark angepriesen. Und auch hier haben wir wieder eine starke Heldin, die dafür steht, ihre Lieben zu retten. Und das hat man ja tatsächlich ja, im dystopischen Bereich sehr, sehr häufig. Hier aber ja dann auch wieder Fantasy und ja, umso neugieriger bin ich natürlich, was mich hier erwartet. Und ich finde ja wirklich, dass Veronica Ross sehr einziehend, in den Bann ziehend schreiben kann und ja, ich bin einfach neugierig. Also ich freue mich auf alle Bücher, die da erscheinen und ich glaube, ich muss irgendwie Urlaub machen im September, damit ich die Bücher dann auch alle zeitnah lesen kann, was natürlich nicht möglich sein wird. Aber ja, ich muss einfach noch ein bisschen weniger schlafen und mehr lesen. Ja, es ist, ja. Dann erscheint endlich Ende des Monats der neue Eschbach. Was freue ich mich da drauf? Nachdem ich ja NSU, wie auch immer dieses Buch hieß, mit dem ich ja noch so ein bisschen im lese ich es nicht oder höre ich es oder ich bin ja noch so ein bisschen, ja, nachdem das ja so ein bisschen im klassischen Zweiten Weltkrieg spielt, beziehungsweise im Zeitalter der Nationalsozialisten, deswegen wird es wahrscheinlich die NSU sein, ne? Nicht die NSA. Ja, ach ja. Ja, nach wie vor ist das ja nicht ganz von meiner Wunschliste verschwunden, aber auch noch nicht so richtig ganz weit oben. Und ich bin noch so zwiegespalten. Aber es erscheint am 30. September endlich der neue Eschbach. Und zwar Eines Menschen Flügel. Und ich bin ein großer, großer Fan von Eschbach. Ich finde, es gibt kaum einen deutschen oder eigentlich keinen deutschen Autoren, der Fiktion so grandios schreibt und auch dieses, ja, und auch so nah an unserer Welt und dennoch so weit, oder man hofft, dass es ganz weit ist. Und ich finde, er schreibt natürlich fast nur Wälzer. Es gibt ein paar dünnere Geschichten von ihm, die ich auch großartig fand. Er schreibt natürlich sehr dicke Bücher, ich weiß jetzt gar nicht, wie dick das hier sein wird, aber ich finde, es ist an keiner Seite langweilig und er geht so tiefgründig rein, das muss man natürlich mögen, viele sagen ja, das ist aber schon sehr lang gezogen, was man einfach mag, ne? Zudem ist Eschbach, finde ich, auch ein super sympathischer
Autor, den, wenn man in Interviews erlebt, oder ich habe ihn auch schon zweimal auf Buchmessen gesehen, einmal auch schon ein Foto abgestaubt. Ich finde den toll und ich mag es, wie er die Welt sieht, wie er beobachtet und ja, ich finde, das kann er wirklich unglaublich gut. Und umso mehr freue ich mich, dass wir hier ja wieder großartige Science-Fiction bekommen, denn wir gehen auf einen neuen Planeten und da bin ich natürlich sofort dabei. Eine ferne Zukunft auf einem fernen, scheinbar paradiesischen Planeten. Doch der Schein trügt. Etwas Mörderisches lauert unter der Erde. Daher haben die Siedler ihre Kinder gentechnisch aufgerüstet, sodass sie fliegen können. Es gibt jedoch weitere Rätsel. Noch nie haben die Menschen die Sterne gesehen. Der Himmel ist immer bedeckt, als würde sie sich dahinter etwas verbergen. Den Himmel, so heißt es, kann man nicht erreichen. Oder doch? Owen, einem Außenseiter, gelingt es mit tödlichen Folgen. Wie geil klingt das? Wir Menschen gehen auf einen anderen Planet, dort passiert etwas unter der Erde, wir werden gentechnisch verändert und das klingt jetzt so weit, aber das ist es wahrscheinlich gar nicht und dann können wir fliegen. Oh, ich will da auch hin. Ja, ich möchte nicht gegen den Himmel fliegen unbedingt, um dann ja im Grunde wahrscheinlich ja einen tödlichen Folgen irgendwas zu haben, aber geht am Ende der Himmel auf? Kommt die Sonne? Passiert mit dem neuen Planeten etwas, was mit unserem Planeten passiert? Ich bin so gespannt. Ich bin so hyped auf dieses Buch. Ich freue mich da so drauf. Und ich habe jetzt tatsächlich noch gar nicht geguckt, ob es das als Hörbuch geben wird. Aber das wäre tatsächlich dann auch so ein Kandidat dafür. Also ich bin fasziniert. Ich freue mich drauf und freue mich auf den neuen Eschbach. Und bin mega neugierig. So, jetzt atmen wir nochmal durch, denn jetzt kommt das letzte Buch für den September und das wird herausgegeben von Sebastian Fitzek. Und zwar erscheint es am 30. September und ist Identität 1142 und enthält 23 Quarantäne-Kurzkrimis. Jetzt weiß man, ich bin ja nicht der größte Krimi-Fan, dennoch möchte ich dieses Buch auf jeden Fall mir besorgen und auch dann lesen, denn es ist ein Charity-Projekt der besonderen Art, denn sämtliche Gewinne aus dem Verkauf der Kurzgeschichten-Anthologie kommen über das Sozialwerk des deutschen Buchhandels, dem Buchhandel, zugute. Der hat ja tatsächlich auch unter anderem in im Grunde bei den Ausgangsbeschränkungen und Ladenschließungen sehr, sehr gelitten. Und Sebastian Fitzek hat via Instagram und Facebook, ich weiß gar nicht, aufgerufen, während der Pandemie-Zwangspause ein Buch zu schreiben. Er hat irgendwie ein Thema vorgegeben und hat dann unter dem Motto Hashtag wir schreiben zu Hause Geschichten gesammelt. Und es sind wohl, so wenn ich mich richtig erinnere, direkt diese 1142 Geschichten eingegangen, die gesichtet wurden, die gelesen wurden. Eine Jury aus Autorinnen und Autoren, Agenten und Verlagsmitarbeitern wählten die 13 packendsten Geschichten aus und sind jetzt hier in der Thriller-Anthologie mit enthalten. Und zu den 13 Geschichten, die von jedem irgendwie geschrieben wurden, also jeder konnte da mitmachen, also aus der Community um Sebastian Fitzek, gibt es dann eben auch noch 10 Geschichten von erfolgreichen Autoren. Wir haben Wulf Dorn, Andreas Gruber, Rumi Hausmann, Daniel Holbe, Vincent Klee, Charlotte Link, Ursula Ponznanski, Frank Schätzig und Michael Zokos und natürlich auch Sebastian Fitzek selbst. Und so haben wir eine Mischung von 23 Geschichten, die eben von Autoren geschrieben wurden, die ihr Handwerk absolut schon können und wir das auch zum Teil ja schon wissen, weil gefühlt habe ich von allen bis auf Daniel Holbe auch schon ein Buch gelesen. Andreas Gruber glaube ich noch nicht, aber kennt man zumindest, ne, so vom Namen. Und dann kommen eben 13 Geschichten daher von Leuten, die bisher noch kein Buch veröffentlicht haben. Unter anderem unsere, ja, vielleicht schon bekannte Annika Bühnemann, die es auch geschafft hat, einen Platz darin zu ergattern. Und das finde ich total großartig. Es gibt eben dieses Thema Identität, es gibt Motiv Rache. Und es soll, glaube ich, auch irgendwie um den Fund eines Handys gehen mit bedrohlichen Bildern. Und daraus haben alle ihre eigene Geschichte gesponnen. Und es sind eben 1142 Geschichten dabei herausgekommen, deswegen auch der Titel. Und ich bin mega gespannt. Also ich bin total neugierig auf diese 23 unterschiedlichen Geschichten, was uns da für ein Potpourri an Krimis, an Thriller, an spannenden Geschichten irgendwie erwartet. Und ich bin hier sehr, sehr neugierig und freue mich natürlich auch, dass man mit diesem Buch ein Charity-Projekt unterstützt und da eben auch irgendwas so ein bisschen zurückgeben kann. Denn ich glaube, dass viele von uns das Lesen ja wiederentdeckt haben, gerade wenn sie vielleicht, wenn man kurz gearbeitet hat, weniger gearbeitet hat, was auch immer,
dass man da einfach gesagt hat, man hat vielleicht öfter doch mal zu einem guten Buch gegriffen. Und ja, also ich greife ja immer zu einem guten Buch, hoffe ich. Aber ja, ich freue mich drauf. Ich bin sehr gespannt und glaube, dass ja, man da auf jeden Fall so die ein oder andere Perle entdecken kann. Und bin einfach auch super neugierig. Wie auch bei allen anderen Büchern. Also ich bin mega, mega gespannt auf den September. Ich freue mich auf den Monat richtig, richtig und bin total hyped auf die Geschichten. Und 10 Bücher ist natürlich schon eine Nummer, das muss man ganz klar sagen. Es wird so ein bisschen stressig. Man liest ja dann gefühlt fast nichts anderes, muss man natürlich sagen. Also Subbücher dann zu lesen, wird eher schwer, muss man ganz klar sagen. Vor allem, weil ja auch aus dem August bestimmt noch das ein oder andere Buch übrig geblieben ist. Also es ist Fluch und Segen zugleich. Ich hoffe, dass dann ja, vielleicht im November, Dezember wieder die ruhigeren Monate einkehren, dass man dann einfach ein bisschen wieder vom Sub was abbauen kann. Aber ja, ich bin sehr gespannt, auf welche Bücher ihr euch freut. Ihr findet alle Bücher unten in der Infobox. Vielleicht habt ihr jetzt auch 2, 3 spannende Bücher von mir entdeckt. Dann können wir uns gerne in den Kommentaren ein bisschen darüber austauschen. Und wenn ihr jetzt selbst euch noch auf ein Buch oder mehrere Bücher freut, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich ja, schaue mir eure Buchtipps auf jeden Fall auch super gerne an. Lasst mich das gerne wissen. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, danke euch jetzt fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.